Gut, perfekt, Entschuldigung. Es ist so, in Protagoras wird debattiert, ob wieder, wie im Menon, ob Tugend lehrbar sei oder nicht. Und merkwürdigerweise ist es so, dass am Anfang Sokrates diskutiert mit Protagoras, der Feind, Sokrates am Anfang denkt, Tugend sei nicht lehrbar. Und Protagoras hingegen sagt als Sophist, nein, Tugend ist lehrbar. Am Ende vom Dialog wird Protagoras sagen, Tugend sei nicht lehrbar, und Sokrates wird hingegen sagen, Tugend sei lehrbar. Wirklich, die Positionen werden umgekehrt werden. Weil eigentlich Sokrates nicht denkt am Anfang vom Dialog, dass Tugend nicht lehrbar sei. Was Sokrates denkt, ist, dass die Tugend, welche als Tugend von Protagoras gegeben wird, eigentlich nicht die wahre Tugend sei. Das ist das Problem. Sokrates maskiert sich. Warum ist Tugend ist lehrbar? Und warum Tugend zu sein heißt Wissen und ein bestimmtes Wissen bekommen zu haben, und warum schlecht zu sein ist Ignoranz? Weil sagt Sokrates, wie gesagt, es ist eine lange Argumentation, aber synthetisch gesehen ist es so, irgendjemand von uns sucht das Gute, und wenn eine Person das Böse macht, macht das Böse, weil sie denkt, dass das das Gute ist. Aber hätte sie das Wissen von der Tatsachen, würde sie sehen, dass das, was sie als gut glaubt, in der Tat böse und schlecht für sie ist. Das heißt, hätte sie das Wissen der Wirklichkeit, das Wissen der globalen Wirklichkeit, könnte wir ja vermuten, wie gesagt, es wird nicht gesagt, was dieses Wissen ist. Aber wäre sie sich im Klaren der Tatsachen, würde sie sehen, dass das Schlechte, dass das Gute, das sie glaubte gut ist, in der Tat etwas Schlechtes ist für sie. Zum Beispiel ist etwas Schlechtes für die Stabilität von seiner Seele. Das wird hier ergänzt, zum Beispiel im Dialog Gorgias, von der sie diese Kopien bekommen haben. Das wird noch klarer als in Protagoras, aber schon in Protagoras ist klar. Wenn ich die Güter abwäge, werde ich sehen können, dass durch eine bestimmte Messkunde der Güter das, was ich als gut erachtete, erweist sich in der Tat als etwas Schlechteres als das wahre Gute. Deswegen, niemand macht freiwillig das Böse. Alle machen freiwillig das Gute, nur das, was sie machen, ist des Öfteren nur ein scheinbar Gutes. Etwas, das nur scheinbar gut ist. Aber wussten sie, das ist immer der Punkt, wussten sie die Wirklichkeit, wussten sie die Tatsachen, hätten sie, wären sie im Bilde über die Tatsachen, dann würde sie nicht das Böse tun. Ja, bitte. Dieses Wissen, von dem er immer spricht, ist es, glaubt er an eine Wahrheit? Ja, ja. Ja, obwohl. Gehen wir in der Regel davon aus, viele Leute haben viele Wahrheiten und jeder vertritt diese Wahrheit. Wie geht er da mit Toleranz um? Das ist ein großes Problem, und deswegen auch besonders relevant ist in diesem Kontext die protagoreische Polemik. Weil, warum Protagoras? Protagoras ist wirklich, wenn bei Lichte besehen ist, meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Meinung, meiner Meinung nach ist vielleicht der Hauptfeind von Platon und von Sokrates Platon. Denn durch Sokrates sind Protagoras. Sokrates ist die Hauptpersönlichkeit, aber es ist klar, dass das schon Gedanke von Platon ist. Weil eben Protagoras der Repräsentant von Subjektivismus ist. Das heißt, Protagoras wird immer wieder attackiert, entweder direkt oder indirekt, bei Platon, in verschiedenen Dialogen, zum Beispiel eher in Protagoras, aber in Kratylos, in Tetet,
weil Protagoras der Meinung gewesen ist, dass die Realität so ist, wie sie mir erscheint. Und das sollte gelten sowohl für die Struktur der Wirklichkeit wie auch für die Moralität. Und Platon sagt immer nein. Das heißt, bezüglich zum Beispiel der Erkenntnis und der Objekte der Erkenntnis, Platon sagt immer, es ist nicht so, wie Protagoras meint, dass die Dinge dass die Dinge unsere Erscheinungen sind. Das heißt, wie ein Ding, wie etwas wahr ist für mich, ist es auch wahr. Platon ist immer gegen diese Meinung. Das heißt, besonders zum Beispiel in Tetet, wo die Bestreitung von Protagoras praktisch die Hälfte von Dialog, und Tetet ist ganz, ganz lang als Dialog, praktisch die Hälfte von Dialog besetzt. Das heißt, Platon ist so bemüht, den Relativismus zu bekämpfen, dass er sogar die Hälfte von einem von den späteren Dialogen, Tetet gehört eigentlich, wie Sie in der Chronologie sehen können, das ist, hier gibt es nicht Bestreitungen, Tetet ist wirklich in der späteren Zeit von Platons Spekulation entstanden. Er ist so nachdrücklich gegen Protagoras positioniert, dass er gegen Protagoras, gegen den Subjektivismus die Hälfte von Dialog widmet, und aber besonders im Sinne von besonders um die Objektivität der Dinge zu verteilen. Das heißt, es ist nicht so, dass Wahrheit kontextrelativ, subjektrelativ ist. Nein, die Dinge haben eine bestimmte Essenz, die unabhängig von uns ist. Oder anders gesagt, wir entdecken die Wirklichkeit, wir erfinden nicht die Wirklichkeit. Das Subjekt entdeckt etwas, das an sich selbst so ist, und das existiert, hat diese Charakteristik, diese Merkmale, ganz unabhängig, ob das Subjekt diese Entitäten denkt, erkennt oder nicht denkt oder nicht erkennt. Die sind unabhängig von uns. Und Protagoras ist in diesem Sinne der Hauptfeind. Der Hauptfeind, den Protagoras, und deswegen wird immer attackiert von Platon. Mehr vielleicht noch im ontologischen, erkenntnistheoretischen Sinne, als für die Konsequenzen, welche die Idee von Protagoras auf der moralischen Ebene haben könnten. Das heißt, es ist nicht so, dass die Realität so ist, wie es mir erscheint, sondern die Realität ist so, wenn ich sie erkenne, gut, aber wenn ich sie nicht erkenne, bin ich ignorant, aber es ist nicht die Wirklichkeit, dass es sozusagen von meinem Denken und Nichtdenken abhängig ist. Und es ist wahr, das stellt das Problem von Toleranz. Ohne Zweifel, mit Protagoras können wir, aber auch mit der Sophistik insgesamt, können wir eine Doktrin der Toleranz erarbeiten. Denn natürlich, es ist so, wie kann man die Idee von einer absoluten Wahrheit auch nur wagen, wenn man sagt, dass die Wirklichkeit so ist, wie sie mir erscheint. Das heißt, warum sollte eine Person besser sein, die Theorie von einer Person besser sein, als die Theorie von einer anderen Person, wenn dieses Prinzip insgesamt gilt. Deswegen, bezüglich der Toleranz, ohne Zweifel ist Protagoras im Vorteil in Verhältnis zu Platon. Platon ist meiner Meinung nach, besonders im Staat, in der Theorie von Staat und den Gesetzen noch mehr, als ein Kämpfer der Toleranz gelten. Das Subjekt wird nicht, die Unabhängigkeit vom Denken wird nicht toleriert. Denn es ist immer, das Subjekt soll die Existenz von bestimmten Wahrheiten anerkennen. Aber diese Wahrheiten sind schon da. Vor ihm und nach ihm. Er muss diese Wahrheit akzeptieren. Aber das Subjekt kreiert nicht die Wirklichkeit. Es ist immer eine Sache von Erfassen von Wirklichkeit.
von einer schon an sich selbst bestehenden Wirklichkeit, welche gilt nicht nur bezüglich der sogenannten Deontologie, der Struktur der Tatsache, sondern auch bezüglich der Moralität. Das heißt, die Werte lassen sich nicht verwandeln oder diskutieren oder debattieren. Sind da. Es ist wahr, dass Platon des Öfteren auch, wie gesagt, den Inhalt von den verschiedenen Tugenden nicht definiert. Aber es ist auch wahr, dass er sich so verhält, als ob die Tugenden schon in ihrem Inhalt fest bestimmt wären. Das ist eines zu sagen für ihn, ich weiß das nicht, was es ist, aber es ist so. Anderes zu sagen, das lässt sich konstruieren. Diese zweite Hypothese würde er niemals akzeptieren. Und in der Tat würde ich sagen, es ist nicht so ganz unrecht zu sagen, dass sowohl im Staat wie auch in den Gesetzen, denn das allerletzte Werk von Platon ist eher die Erarbeitung von einem Staat von Intoleranz beobachtet werden kann. Er ist eindeutig nicht für Demokratie, auch wenn Demokratie damals etwas anderes bedeutet als für uns. Aber das Problem ist eines. Lassen sich die Werte diskutieren, lassen sich die Werte verwandeln, gibt es Modifikationen, könnte man in einem richtig für ihn organisierten Staat die Institutionen auch so verfassen, wie die Mehrheit will, für ihn nicht. Für ihn nicht. Es ist niemals ein Problem von Mehrheit. Die Wahrheit wird nicht mit Mehrheiten entschieden. Die Wahrheit ist da. Es gibt verschiedene Meinungen. Das heißt, es gibt auch diejenigen, die hingegen gesagt haben, nein, Platon sei ein wahrer Demokrat gewesen. In seiner Zeit natürlich. Aber es wäre für Toleranz und Freiheit. Ich persönlich bin ich nicht dieser Meinung. Das heißt, ich habe den Eindruck, dass er hingegen nicht aufgrund von Willkür, aufgrund von dem, was er glaubt, sei die Wahrheit, aber immerhin so intolerant sei gewesen. Ja. Das habe ich verteilt. Es ist der Anfang vom siebten Buch vom Staat. Eigentlich, dass wir nicht in der Lage sind, das Objektive zu sehen, das wir. Das ist in der Tat im Neural von Staat nur einigen wenigen reserviert. Das heißt, es ist so, dass nur einige wenige sind in der Lage, aus dem Höhlengleichnis, aus der Höhle herauszukommen. Das heißt, ohne Metapher an die Philosophie und an die Kenntnisse von den höheren Realitäten zu kommen. Das heißt, es präsupponiert einen Lauf, der viele Jahre dauern sollte, wie auch im Erziehungsprogramm von Republik, von Staat zu lesen ist, und der nur bestimmten Personen reserviert ist, weil nur bestimmte Personen die intellektuellen Fähigkeit haben, um diesen Lauf zu machen, diesen Lebenslauf zu durchzufahren. Und diese aber sollten eben die Herrscher sein. Das heißt, im Staat von Platon sollten nur bestimmte Personen regieren und die anderen gehorchen, grundsätzlich. Es ist auch so gelesen worden, dass er immer wieder von einem, dass er immer wieder von einem elitären Gedankengut bewogen worden sei. Das ist auch gesagt worden, ja. Ja. Hat er eine Grenze gezogen zwischen Adligen, vom Geburt her? Nein, im Staat nicht. Im Staat wird des Öfteren gesagt,
die nur diejenigen, die besondere Fähigkeiten ausweisen können, das heißt eine besondere Intelligenz, erweisen können, es werden sozusagen vom Volk genommen und werden dann als Herrscher erzogen. Aber sie sind ja ein Problem von Gesellschaft. Er hat sich mit der Problematik befasst, also Unterschied zwischen so Intelligenz kommt man nicht von Geburt. Mit Muttermilch Intelligenz lässt sich entwickeln. Ja, natürlich. Ja, das heißt, ja, in der Tat, deswegen im Staat wird dieses System organisiert, in welchem praktisch die Familie abgeschafft ist. Das heißt, alle Kinder sollten praktisch von der Familie entzogen werden und in gemeinsamen Anstalten entzogen werden, in welchen sie erzogen werden und durch Auswahl, durch Auslese werden dann die Besten, das heißt die Klügsten, in die Rolle der Herrscher als Philosophen erzogen. Deswegen hat er so gesagt, das heißt, eben um zu vermeiden, dass nur diejenigen, die zum Beispiel die Möglichkeit zu studieren haben, studieren können. Das hat aber natürlich zum Punkt gebracht, dass er eben die totale Abschaffung von der Familie in Betracht gezogen hat. Im fünften Buch von Republik, das habe ich nicht verteilt, aber besonders im fünften Buch von Republik, von Staat, ist das zu lesen. Ja. Ja, Familie zu schaffen, um alle Kinder sozusagen in einen gemeinsamen Haushalt zu organisieren. Und so, dass praktisch, er sagt sogar, dass praktisch niemand wissen sollte, wer Kind von wem ist. Und die Eltern selbst sollten nicht wissen, wem von im Staat, wenn ihr Kind ist. Um sozusagen alle Kinder sich als Kinder von allen betrachten und alle Eltern als Eltern von allen betrachten. So dass es keine Präferenzen gibt, keine Vorzüge, keine Clans, keine sozusagen Parteien und so weiter gibt. Das würde bedeuten, die Gefühle sind abgeschafft. Bitte? Die? Gefühle aus Liebe und... Ja, das ist natürlich etwas, aber in der Tat zum Beispiel schon Aristoteles kritisiert heftig Platon, das heißt, er sagt, kann man nicht so sagen, das Haus und die Familie können nicht so organisiert werden. Und schon Aristoteles in der Politik kritisiert wirklich, Sturmgeschütz gegen Platon. Aber kann man nicht ein bisschen provokant sagen, heutzutage werden ja auch die Nulljährigen schon gern abgegeben, um Chancengleichheit sozusagen. Ja, aber... Ja, okay, weil die wird dann arbeiten. Ja, aber es ist doch ein Zurückdrängen des familiären Einflusses, auf jeden Fall. Ja, es gibt da ja keine. Da war die Mutter in der Früh durchgeht und der Vater und die Kinder den ganzen Tag erlassen, ist aber noch gescheiter, sie sind in der Schule so abgegossen. Und vom Computer. Oder Fernseher den ganzen Tag. Ja, ich meine, ganz wertvoll gesehen eine Überlegung, ne? Aber ich denke, von mir ist heute schon lange immer los. Aber man hat das schon lange schon gehabt, hat ja nichts mit Chancengleichheit zu tun. Ja, in der Tat lässt sich das, was letztendlich erweist sich das System von Plato im Staat mehr als ein Kontrollsystem vom Individuum als eine wirkliche gemeinsame Erziehung der Kinder. Er fühlt das Individuelle irgendwie als eine Gefahr. Und deswegen will er
er immer das, das individuell an sich selbst kontrolliert wird von einem, von einer Gruppe. Ist das, was die Spartaner zum Teil gemacht haben? Der Tat, er hat Sympathie, eindeutige Sympathie für Sparta. Vielleicht in den Gesetzen. Das verbindet Platon mit dem ganzen, mit dem, seiner adeligen Herkunft. Das heißt, die Klasse von Adel, welche eben gegen die demokratischen Gruppe, welche Herr von bis zum Geburt von Platon, von Perikles geführt wurden, die, und nicht zufälligerweise Perikles ist politisch immer sehr schlecht, wird immer übel nachgeredet von Platon. In der Tat, die adelige Gruppe von Athen, welche immer alle gegen Perikles und gegen die Gruppe von Perikles gewesen waren, haben immer eine große Sympathie für Sparta gehabt, für die Art und Weise der Erziehung in Sparta. Das ohne Zweifel. Hingegen die Gruppe von Perikles und auch Perikles in seiner Rede, welche in Thukydides zu lesen ist, in den Krieg von Peloponnesos, in Angelegenheit vom ersten Jahr seit dem Ausbruch von Krieg gegen Sparta, das heißt, der Krieg gegen Sparta beginnt 431, das heißt ungefähr 3-4 Jahre vor der Geburt von Platon und wird nur erst 407 mit der Niederlage von Athen enden. Aber in 430 lässt Thukydides in seinen Geschichten sprechen, in Angelegenheit von Jahrestag, vom Ausbruch, und Perikles verteidigt das athenische Modell, die Demokratie, und sagt auch, unser Mensch ist ein Mensch, der sozusagen, es ist fast eine humanistische Lobrede. Das heißt, unser Mensch ist in der Lage, alles zu machen. Wir sind nicht wie die Spartaner, die nur zum Krieg gerichtet werden und nur zum Krieg erzogen werden. Unser Mensch ist großartig in der Kunst, wenn es um Künstler, wenn es darum geht, Künstler zu sein, aber er ist auch so mütig wie die Spartaner, wenn es darum geht, Krieg zu führen. Das ist vielleicht die größte Rede für die Vielfältigkeit der Demokratie im Altertum gewesen. Es ist ein Modell für Demokratie, für Vielfalt, für freie Entfaltung des Menschen, fast ein Prähumanismus, ein Vorhumanismus, mit dem aber die Aristokraten nicht einverstanden waren. Alle Aristokraten in der Zeit von Perikles, aber auch später, sind immer Bewunderer von Sparta gewesen. Und haben innerhalb von Athen, sozusagen historisch gesehen, irgendwie auch gegen den Krieg, das heißt gegen die Kriegsführung, Verschwörungen gemacht. Das heißt, letztendlich wird auch gesagt, Athen hatte gegen Sparta verloren, nicht nur, weil sie externe Feinde hatte, sondern weil Athen innere Feinde hatte. Das heißt, die ganze aristokratische Gruppe, die irgendwie liiert waren, geheim liiert waren mit Sparta. Platon hat ohne Zweifel Indizien von dieser Herkunft. Das ohne Zweifel, ja. Er hat nie Sympathie für all diejenigen, welche irgendwie mit demokratischen Gruppen gebunden worden sind. Zum Beispiel mit Perikles, aber auch für Thukydides. Perikles wird ständig kritisiert, zum Beispiel. Und die ganze Struktur von Demokratie auch. Die ganze Struktur von Demokratie. Besonders im Staat. Ich weiß nicht, ob es noch Fragen gibt, sonst kann ich weitergehen. Wie gesagt, das Problem von Protagoras ist dieser, das heißt, er sagt, es wird gesagt, niemand macht freiwillig das Böse, weil wenn man das Böse als Böse, das heißt, wenn man sehen würde, dass das, was man als gut, als auch ein Vorteil für sich selbst, in der Tat sich
er weist oder weisen wird als ein Böse, als etwas Schlechtes für sie, für ihn, dann in diesem Falle würde man eine verschiedene Güterabwägung erstellen und würde eine andere Entscheidung treffen. Voraussetzung ist dafür natürlich, erstens, man muss diese Wissenschaft erreichen, wovon in Protagoras nicht die Rede ist. Das heißt, es wird klar gesagt, die Inhalte dieser Wissenschaft werden wir ein anderes Mal sprechen. Aber es wird ganz klar gesagt hingegen, wenn ich unmoralisch bin, bin ich nicht unmoralisch, weil ich unmoralisch sein will, sondern weil ich ignorant bin. Das negiert aber völlig die Tatsache, dass es an und für sich sehr wohl sehr destruktive, bösartige Individuen gibt. Ja, in der Tat. Deswegen, nein. Das wollte ich ankommen. Ja, ich wollte eben dazu ankommen. Das heißt, die Voraussetzung, in welchen sich sozusagen die Frühdialogen sich bewegen, besteht darin, dass sozusagen die Seele oder das, was mich bewegt, einförmig ist. Das heißt, in Präsenz von Wissenschaft werde ich der Wissenschaft gehorchen. Es gibt keinen Kontrast in mir selbst. Dieses System, diese Interpretation geht sozusagen abhanden, wenn Platon selbst mehr die Struktur der Seele analysiert. Schon in Phaidon können wir sozusagen die ersten Probleme sehen. Schon in Phaidon. Denn in Phaidon, im Text, den ich verteilt habe, werden Sie sehen, dass Platon zum Beispiel sagt, nimmt die These an von einer strengen Trennung zwischen Seele und Körper und sagt, alles, was mit der Seele zu tun hat und ist gut, nur ausschließlich die Seele ist in der Lage, die Wahrheit zu sehen. Der Körper ist ein Faktor, der stört, die Wahrnehmungen stören in der Erkenntnis und alles, was böse ist, ist die Kraft des Körpers zurückzuführen. Sie hat zum Beispiel Kriege, Streitereien und alle moralischen, unmoralischen Handlungen sind Effekt von der Kraft des Körpers, von der Triebe des Körpers. Das heißt, er stellt sich wieder wirklich eine Dichotomie, eine Trennung, eine Inkompatibilität zwischen Seele und Körper. Das System beginnt sozusagen ein bisschen in die Krise zu fallen, denn man sieht, ja gut, wir haben Seele im Sinne von Moralität, wir haben das Gute, aber wir haben schon eine Gegenmacht, der Körper. Das System von Protagoras würde vielleicht schon hier in Phaidon nicht mehr hundertprozentig applizierbar sein. Aber noch mehr in der Republik, im Staat. Ja, aber bitte? Wissen erwirbt man ja mit dem Körper. Das ist das Problem. Bei Platon in Phaidon, schon in Texten, die ich verteilt habe, aber auch in ganzen Phaidon, in anderen Texten, ist es immer so, alles, was mit dem Körper zusammenhängt, ist nur Betrug. Auch der Wissenschaft nach. Das heißt, die Wissenschaft, die Erkenntnis, die ich bekomme, bekomme ich durch Fakultäten, welche nichts mit dem Körper zu tun haben. Das heißt, es gibt den Bereich vom Sehbaren, bitte? Ja, mit den Geistigen, genau, ganz genau. Das sind so viele Paradoxien eingebaut. Also Licht ohne Schatten gibt es ganz einfach nicht. Und Seele ohne Körper, wenn man die Wichtigkeit jetzt bestimmen will, das ist wahrscheinlich schwieriger. Aber zu behaupten, die Seele ist alles und Körper ist nichts, das eine ohne das andere kann es nicht geben. Ja, das ohne Zeit. Ja, Sie haben recht. Aber das ist die Meinung des Aristoteles. Das ist die Kritik, die Aristoteles gegen Platon dirigiert. Das heißt, er bombardiert Platon mit seiner Idee. Aber bei Platon
zum, in Text von, besonders im Text von Phaedros, den ich verteilt habe, ist es so, dass die Beobachtung der Wahrheit, das Beobachten der Wahrheit in diesem großen Mythos von der Seele als geflügelten Kappen mit einem Führer, je mehr die menschliche Seele sich vom Körper befreit durch die Beobachtung der Wahrheit, der Erkenntnis, je mehr eben sie befreit sich vom Körper. Das heißt, es gibt eine Feindseligkeit zwischen Körper und Seele. Die Meinung, die sie zu Recht vertreten haben, ist die Meinung des Aristoteles. Aristoteles elaboriert, er arbeitet die ganze Interpretation von über die Seele in diesem Sinne gegen Platon. Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Denn er gibt zum Beispiel nicht einen negativen Sinn, er sagt nicht Erkenntnis einerseits und Wahrnehmung andererseits. Erkenntnis gut, Wahrnehmung und wahrnehmbare Welt Betrug. Das ist erlaubt, genau da, wo die Christ mal zu sagen. Also wahr. Ja. Dass ich etwas verstehen kann. Ja. Also verstandsmäßig. Ja. Und das ist schon Richtung Seele. Muss ich es mit meinen Sinnesorganen irgendwie wahrnehmen? Entweder ich habe es gesehen, gehört, gerochen oder abgetastet. Das ist Körper. Ja. Und ohne Körper kann die Seele nicht funktionieren, kann sie nicht aufbauen, kann sie nicht entwickeln. Ja. Körper sollte aber Diener des Seele sein und nicht umgekehrt. Und meistens ist es umgekehrt der Fall. Und das Problem liegt in dem, dass sie diese zwei vertauscht haben, dass wir unseren seelischen Entwicklung verkümmern lassen. Und unser Körper sagt uns, ja, das, also was wir alles haben wollen, unser Körper das verlangt. Ja, aber bei Platon aber ist das Verhältnis noch stärker. Bei Platon wird des Öfteren in Phaidon und besonders in Staat alles, was mit Körper zu tun hat, auch der Teil von Seele, welche mit dem Körper und mit der Körpertrieben zu tun hat, immer als negativ bewertet. Es ist etwas nämlich, das bezähmt werden muss, das sozusagen man fast in einen Zustand von Betrunkenheit führen muss. Das heißt, so dass dieser Teil nicht stört. Aber dieser Teil an sich selbst ist Störung. Ist Störung. Wird immer gesehen als ein negativer Teil. Ja, nicht alle. Als Seele, als Geist, Seele als Entität, intellektive Seele als etwas, das sich vom Körper befreien muss. Vom Körperhaften und auch von allem, was mit der Welt, mit dem Bereich des Werdens zusammenhängt. Und diese Formulierung, sich vom Körper befreien, von der Dominanz des Körpers, man sagt, Körper zu beherrschen, Körper zu dominieren, Körper also in Schranken zu weisen, sich völlig loszulösen. Geht in diese Richtung. Geht in diese Richtung, ja. Geht in diese Richtung. So im Sinn zu verstehen, dass man diese Entwicklung durchmacht, dass man je länger man sozusagen, je älter man wird, desto mehr kann sich die Seele befreien von dem Körperlichen, also sozusagen als Lebensweg. Wird auch so gesagt bei Platon. Ja. In bestimmten Texten, in bestimmten Passagen von Republik sagt er auch das. Ja. 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 Sagt er auch das, ja. Denn die Triebe vom Körper werden schwächer. Und das, ja. Aber insgesamt, ja. Insgesamt ist es so, das heißt, dass die Triebe vom Körper, seien sie schwach, seien sie stark, sind immer als negativ gekennzeichnet bei Platon. Von Platon im Staat, im Phaidon und im Staat. Wenn eben diese Krise sozusagen sich anbahnt, sich zu Wort meldet, dass das System von Protagoras nicht mehr so funktionieren kann, weil ich eigentlich nicht nur in mir selbst eine Potenz habe, das heißt der Intellekt, denn wenn er weiß,
wählt sicher Zivilität unmittelbar das Wahre, das Tugendhafte. Wenn er ignorant ist, wählt er etwas Falsches, wirkt er sozusagen als untugendhaft. Es ist nicht mehr so, denn hier, eben in Feiern, besonders im Staat, wird die Seele eben als ein Komplex von drei Faktoren gesehen. Das Mutige, das hat weniger Wichtiger in diesem Kontext, der intellektuelle Teil und der begehrende Teil. Der intellektuelle Teil ist der Teil, welcher sich vom Körper befreien kann. Der begehrende Teil ist der Teil, welcher eben in der Seele den Trieben vom Körper entspricht. Und es ist das, was sozusagen, es ist die Gegenmacht. Die Macht, welche mich dazu bringen kann, dass ich das Böse mache, weil ich das Böse machen will, weil dieser Teil von mir hat einen Willen, hat bestimmte Lüste, hat eine Unabhängigkeit und wählt das Böse wegen des Bösen. Es ist nicht mehr ein Problem von reiner Ignoranz. Wer sich damit befasst, wie kommt das zustande, dass ein Mensch böse wird? Ja, das heißt, ja. Im Staat würde ich sagen, ist es so, es wird in verschiedenen Büchern dargestellt, denn es gibt im Staat eine Entsprechung zwischen Typen von Städten, je nach dem Art und Weise von Konstitution, in welchen sie sich befinden, der tyrannische Mensch, der demokratische Mensch, der oligarchische Mensch und so weiter, in Entsprechung zu den verschiedenen Konstitutionen, Oligarchie, Tyrannie, Monarchie und so weiter. Gemeinsam ist dem Herausspringen vom Bösen, dass eben dieser Teil von der Seele, das heißt der begehrende Teil, nicht bezähmt, eingegrenzt, eingefroren wird, sondern dass sie sich selbst gelassen wird. Das heißt, dass der Mensch nicht anerkennt, dass dieser Teil in Grenzen zu halten ist, befriedet werden muss, aber nichts mehr, sondern dass der Mensch lässt, dass dieser Teil von ihm die Überhand nimmt. Das ist das Problem. Das heißt, wenn von den drei Teilen der Seele der begehrende Teil die Vorherrschaft nimmt in der Seele, das wird immer bedeuten, dass das Böse entsteht. Entsteht in der Komposition von der Seele und entsteht als Reflex, als Niederschlag in den Handlungen, welche von den Menschen bekommen werden, die diesen Teil, diese Verformung von der Seele hat. Das heißt, das Problem vom Bösen ist immer, die Republik ist sehr groß, das heißt, man muss natürlich die verschiedenen Passagen sehen, aber als gemeinsamen Nenner gibt es immer diesen. Das heißt, wenn der begehrende Teil freigelassen wird, dann gibt es immerhin sofort das Böse. Das Böse gemeinschaftlich, wenn zum Beispiel als Kollektivität eben diese Triebe, welche eine bestimmte Verformung der Konstitution mit sich bringen, freigelassen werden und innerseelisch, weil der Mensch, der von diesem Teil von Seele beherrscht wird, wird immer notwendig unmoralische Handlungen begehen. Bitte? Weil, ja, aber auch, da.